Ja, ich darf heute über ein Thema reden, oder die Freiheit über ein Thema reden, das mir auf dem Herzen liegt. Das ist eine sehr grosse Freiheit, die ich da bekommen habe. Und ich habe lange überlegt, was wähle ich da. Und ich habe hin und her überlegt, habe die Predigt davon geschrieben, habe es auf die Seite gelegt, wieder angefangen. Und ich habe mich schlussendlich für das Thema hier entschieden. Fromm oder einfach nur ein guter Christ. Das ist ein Thema, das ich nicht nur euch predige, sondern ich predige es mir genauso. Ich nehme mich da voll rein bei dieser Predigt. Das ist also eine Predigt, die ich merke, die muss ich mir selber auch halten. Ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Es geht darum, sind wir wirklich fromm oder verhalten wir uns nur so, um ein gutes Ansehen zu haben von unseren Mitmenschen. Und ihr merkt, ich brauche hier den Begriff fromm in sehr einem positiven Sinn, und zwar im ursprünglichen Bedeutungssinn von diesem Begriff, jemand, der sich wirklich nach Gott ausstreckt, der wirklich Gott sucht von Herzen. Es geht also darum, was in deinem Herz drin ist. Und nicht darum, was du möchtest, was andere von dir denken. Oder wie du nach außen wirkst. Ganz im Sinn von 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, was der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott interessiert sich nicht für deine Fassade. Er interessiert sich für das, was in deinem Herz ist. Und cool ist, ich darf etwas predigen, was mir auf dem Herz liegt, nämlich, dass sich Gott für dein Herz interessiert. Hat mich cool gedacht, dass das so ist. Und ich habe dazu einen Vers ausgewählt, der sehr bekannt ist. Es ist die Jahreslosung vom 2020. Da sagt es Markus 9, 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich möchte mit euch den Vers aus drei verschiedenen Perspektiven anschauen. Wo der Vers lehrt uns einiges über Ehrlichkeit und Echtsein. Wir schauen zuerst Perspektiven an, den Mann im Blick auf sich selber, den Mann im Blick auf Jesus und dann im Blick auf die Leute um ihn herum. Zuerst mal der Mann, wenn er auf sich selber schaut. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich weiß gar nicht genau, wenn ich euch den Vers so vorlese, damit überkommt, was hier passiert. Weil der Schrei vom Vater, das Wort, das gebraucht ist, ist ein tief emotionaler Aufschrei. Die Schlachterübersetzung beschreibt es so, es ist ein Schrei unter Tränen. Unter Tränen schreit der Mann die Aussage, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir merken, hier ist ein Mann, der in Not ist. Und zwar in einer doppelten Not. Die erste Not ist ziemlich offensichtlich. Der Mann hier, der Vater, der hat ein Kind, das von einem Dämon besessen ist und schwer krank ist. Diese Not, die treibt den Mann dazu, dass er Jesus aufsucht, dass er die Jünger aufsucht und dann Jesus aufsucht. Das ist die erste Not. Die zweite Not, die finden wir raus, wenn wir die Verse vordran ein bisschen anschauen. Und zwar in den Versen vordran können wir lesen, der Mann bringt den Jungen vor Jesus und sagt, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und wo Jesus das sagt, alles ist möglich für den, der glaubt, kommt der Ausruf, der Schrei vom Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und hier finden wir die zweite Notsituation von dem Mann. Ihr müsst euch das jetzt bitte vorstellen. In der Gegenwart von Jesus, der Mann ist vor Jesus. Und wenn er vor Jesus ist, merkt er, ich habe Mühe zum Glauben. Mir fällt schwer zu vertrauen in der Gegenwart von Jesus. Vielleicht hat er das selber auch schon mal gesagt oder hat es schon mal gehört, dass jemand sagt, ja weißt, wenn es mir so würde gehen wie der Jünger, wo Jesus die ganze Zeit gesehen hat, dann würde es mir auch nicht so schwer fallen zum Glauben. Ich habe das früher jemand einmal gedacht und auch gesagt, wenn ich Jesus würde sehen, so wie die Jünger, dann könnte ich vielleicht auch einfach glauben. Hier haben wir einen Mann, der vor Jesus steht, ihn sieht, kann anlängen
Und er sagt, ich habe Mühe zum Glauben. Die zweite Notsituation ist, der Mann merkt, wie es um seinen Glaubenszustand steht. Und als er das merkt, rührt es nicht zu Tränen. Er merkt, ich glaube, aber ich habe Mühe zum Glauben gleichzeitig. Und das ist das Erste, was uns der Vers hier lernen will. Bist ehrlich zu dir selber. Bist ehrlich zu dir selber. Prüf dein Glaubensleben. Prüf deinen Glaubenszustand. Wie sieht dein Glaubenszustand aus? Ich toppe ein nachher mit dem Paulus. Der Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus in euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus in euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Wir können sagen, der Mann, wenn er vor Jesus ist, merkt, Jesus ist vor mir, aber er ist nicht in mir. Er sieht Jesus vor sich, aber er merkt, er ist nicht in ihm. Und was dann passiert, der Aufschrei, das ist der entscheidende Punkt hier, der erste entscheidende Punkt, den ich euch ganz, also das Herz möchte legen und mitgeben. Dem Mann ist das nicht egal. Wenn er merkt, wie es um seinen Glaubenszustand steht, dass Jesus zwar vor ihm ist, aber nicht in ihm, schreit er auf und sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Und ich bin jetzt provokativ. Und das darf ich sein, weil es ja um mehr predigen. Wie steht es um deinen Glaubenszustand? Langt es dir, wenn du kannst sagen, Jesus ist vor mir? Oder weißt du, dass Jesus in dir ist, in deinem Herz, in deinem Leben? Langt es dir, wenn du einfach ein guter Christ bist, jemand, der mal in den Gottesdienst gehst, dich ein bisschen als besserer Christ fühlst, vielleicht mal die Bibel aufschlägst, damit du dich ein bisschen besser fühlst als Christ, oder ein bisschen betest, damit du dich besser fühlst als Christ? Oder sagst du, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben drinnen lebst und durch mein Leben durchwirkst. Und ich setze noch einen oben drauf. Schau, Jesus langt nicht vor dir zu stehen. Es langt ihm nicht. Weil jetzt kommt das Heftige. Im Endgericht steht Jesus auch vor den Leuten, die nichts mit dem zu tun haben. Jesus langt nicht vor dir zu stehen. Er will in deinem Leben drin sein. Und wenn du jetzt merkst, wenn du dich prüfst, wie es um deinen Glauben steht, und du merkst, Jesus steht tatsächlich einfach vor mir und ist nicht in meinem Leben. Wenn du kannst sagen, so wie der Mann, ich glaube, der Mann sagt, ich glaube, aber gleichwohl habe ich Mühe zum Vertrauen auf den Jesus. Wenn du das merkst, dann nimm dir den Mann hier zum Vorbild und schrei auf und sag, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Komm in mein Leben rein. Ich will nicht, dass du nur vor mir stehst. Bitte, bist ein Teil von meinem Leben. Erfüll mein Leben und wirk durch mich. Das ist so die erste Perspektive. Bist ehrlich zu dir selber, prüf deinen Glauben. Die zweite Perspektive ist, wie der Mann Jesus entgegenschaut. Und zwar genau der gleiche Vers. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich in der Situation von dem Mann gewesen wäre, wenn Jesus, der Sohn Gottes, vor mir ist. Was jeder Mann macht, er sagt dem Jesus, dem Sohn Gottes, direkt ins Gesicht, Jesus, ich glaube an dich, aber ehrlich gesagt, auch nicht ganz. Das ist das, was er hier sagt. Ich glaube zwar, aber nicht ganz. Jesus hat es schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen zu ihm kommen und gesagt haben, ja, ich glaube nicht an dich. Er hat auch Leute erlebt, die gesagt haben, ich folge dir voll nach. Hier haben wir einen Mann, der sagt, ich glaube, aber ich habe gleich auch Mühe. Was hier passiert ist, der Mann ist ganz ehrlich vor Jesus. Er zeigt seine Schwäche und er steht dazu. Er lässt seine Maske vor Jesus fallen. Und legt einfach her, was Realität ist in seiner Situation. Jesus, ich glaube, aber
Auch wenn du vor mir stehst und ich kann dich anlängen, ich habe trotzdem Mühe. Das ist die Realität, Jesus. Ich komme ganz ehrlich vor dir. Wir können sie so zusammenfassen, der Mann, der demütigt sich vor Jesus. Er merkt, dass er von Jesus abhängig ist. Und ich bin mir bewusst, ich habe schon ein paar Mal über das Thema Demut predigt, oder zu ihrer Predigt erwähnt. Ich mache es nochmal, weil es mir wirklich ein grosses Anliegen ist. Demut beschreibt Folgendes. Grundsätzlich heisst es in Demut, du stehst vor Gott und erkennst, wer Gott ist und wer du als Mensch bist. Wenn du demütig bist, siehst du, Gott ist Gott und ich als Mensch bin Mensch. Und wenn du so vor Gott stehst, merkst du, ich als Mensch bin von dem Gott abhängig. Voll und ganz, weil ich Mensch bin und er ist Gott. Das ist das Erste in Demut. Die Erkenntnis von vollkommener Abhängigkeit von Gott. Das Zweite in Demut ist, wenn du vor Gott stehst, merkst du, ich bin im Abbild von dem Gott geschaffen worden. So wie es heißt in 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Du merkst, Gott gibt dir extreme Wert und Würde. Du bist im Abbild von Gott geschaffen worden. Das ist der zweite Aspekt von Demut. Und der dritte ist ein Qualitätsmerkmal von Demut. Demut, damit es Demut ist, muss echt sein. Wenn sie nicht echt ist, dann ist es nicht Demut. Demut ist echt. Es ist eine wunderschöne Haltung, eine demütige Haltung. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Person begegnet, die demütig ist. Ich bin in dieser Gemeinde einigen Personen begegnet, die demütig sind. Und das ist wunderschön. Weil demütige Personen sind nicht die, die sich die ganze Zeit selbst stehen und sagen, ich bin so ein schlechter Mensch, so gebückt rumlaufen. Sondern demütige Menschen wissen, dass sie wunderbar wertvoll geschaffen sind von Gott und gleichzeitig wissen sie, dass sie von Gott abhängig sind. Das ist eine ganz schöne Haltung. Und die Bibel nennt die Haltung von Demut immer und immer wieder. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Haltungen, die uns die Bibel lehrt. Es ist eine der wichtigsten Haltungen, die uns die Bibel lehrt. Und es ist auch eine der wichtigsten Haltungen für Christen in der heutigen Gesellschaft. Weil Demut steht komplett dem Stolz entgegen. Es ist das komplette Gegenteil vom Stolz. Und der Stolz ist die Haltung der heutigen Gesellschaft. Ende 19. Jahrhundert, hat der Friedrich Nietzsche ein Buch herausgebracht, Die fröhliche Wissenschaft. Und in diesem Buch drinnen hat er so ein kurzes Schauspiel von einem Mann, von einem halb verrückten Mann, der ausruft, Gott ist tot. Gott bleibt tot, wir haben ihn getötet. Und für das ist der Nietzsche heute noch recht oft bekannt, für die Aussage, Gott ist tot. Und die Quintessenz aus dem, dass Gott tot ist, es braucht einen Übermensch. Kurz darauf war es der Zweite Weltkrieg, wo man die Thematik hatte. Es braucht einen Übermensch. Und so kritisch, wie man Nietzsche muss anschauen, als Philosoph, der Nietzsche hat sich nicht darüber gefreut, dass Gott tot ist. Über diese Aussage. Er hat sich nicht darüber gefreut. Er hat gesehen, was für ein grosses Problem das für die Gesellschaft ist. Die heutige Gesellschaft hingegen, die freut sich nicht nur, sie ist stolz, dass sie gottlos ist. Und sieht es als Fortschritt. In der Bibel haben wir ein Bild für diesen Stolz. Das ist Babylon. Die Stadt Babylon. Es ist ein Bild vom Mensch, der überheblich ist. Der Mensch, der glaubt, selber göttlich zu sein und Gott nicht zu brauchen. Es ist die Haltung, die in Ewigkeit von Gott trennen wird. Und das macht die Haltung der Demut so enorm kostbar. Und als ich vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, mal im Bett gelegen und ich habe mir so die Frage gestellt, was ich heute predigen soll. Und ich habe so gedacht, okay, was sind meine Wünsche für die GK, für die Gemeinde? Und da sind mir ganz viele gute Wünsche für die Gemeinde hingekommen. Und dann habe ich versucht, so wie in einem Selbstinterview, mir die Frage zu stellen, Ramon, wenn du jetzt einen Wunsch kannst wählen für die GK, was ist dein eine Wunsch? Und es ist sehr schnell Demut kommen. Ich wünsche mir, dass die GK demütig bleibt, demütig ist
und immer weiter demütig wird. Demütig wird. Ich wünsche mir, dass die EGK erkennt, dass sie voll und ganz von Gott abhängig ist. Ich wünsche mir, dass die EGK erkennt, dass sie wunderbar mit einem grossen Wert beleidigt ist von Gott, mit einer grossen Würde. Auf einer demütigen Haltung liegt ein grosser Segen von Gott. Der Jakobus und der Petrus, die sagen das so: Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das ist die Gnade, die ich der Gemeinde sehr wünsche. Der Wunsch, eine demütige Gemeinde, die Gnade von Gott erleben darf. Um jetzt zu dem Vers von Markus zurückzukommen: Der Mann, der hat die demütige Haltung vor Jesus, er ist echt vor Jesus, lässt seine Maske fallen. Und ist uns somit ein Vorbild. Und jetzt gehe ich zur dritten Perspektive, genau beim gleichen Vers wieder. Wie verhaltet sich der Mann der Menschenmenge gegenüber? Und zwar fällt es ein bisschen früher an, und zwar schon im Vers 14 startet der Bericht von dem besessenen Bub. Und ihr könnt euch das mal, jetzt, wenn ich es vorlese, wirklich wie ein Bild vorstellen. Das ist ein Szenario beschrieben, das hier stattfindet. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, um was in dem Streitgespräch gegangen ist. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer, wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Dämon austreiben, aber sie konnten es nicht. Die Situation, wo hier stattfindet, ist also: Die Jünger versuchen, den Dämon auszutreiben, und das funktioniert nicht. Und das ist die Situation, wo für die Schriftgelehrten wie ein Jackpot ist. Wie ein gefundenes Fressen. Weil die Schriftgelehrten sind sowieso immer im Streit mit den Jüngern und ihrem neuen Glauben von dem Jesus Christus. Und hier haben sie die Situation, dass die Jünger vermeintlich versagt haben und den Dämon nicht austreiben konnten. Und so stürzen sie sich auf die Situation, um ihren eigenen Glauben als den richtigen Glauben darzustellen. Wir sind die, die richtig glauben. Sie polieren ihren eigenen Glauben an dieser Situation auf. Das ist, was hier passiert. Und in dieser Situation, in der sich ein paar Leute so ihren Glauben so richtig zur Schau stellen, als der gute, richtige Glauben, kommt der Mann mit seinem ehrlichen Zeugnis, dass er Mühe hat zum Glauben. Versteht ihr, was hier passiert? Da hat es Leute, die Glaubenseliten, die Schriftgelehrten, das sind die High Society der guten Gläubigen, die sich hier aufpolieren. Und neben dem kommt der Mann im kompletten Kontrast und sagt: Ich habe Mühe zum Glauben, Jesus. Der Vater setzt in dieser Situation den richtigen Fokus. Als er vor Jesus ist, gilt nur noch: Jesus, meine Beziehung zu dir ist hier relevant. Alles rundherum ist nicht wichtig. Er schaut auf Jesus und merkt: Jesus, nur was zwischen uns ist, ist hier entscheidend. Mein Ansehen von dieser ganzen Masse rundherum ist nicht so wichtig. Und ich möchte dir Situation, das Element auf die Gemeinde übertragen. In den Gemeinden kommt es immer wieder vor und stehen wir in der Gefahr, dass wir unseren Glauben aufpolieren. Dass wir unseren guten Sonntagsglauben vornehmen. Dass die Leute sagen, dass wir gute Christen sind. Die Sache ist so: Es ist gerade die Gemeinde, wo der Ort sein soll, wo man darf ehrlich sein, wie es einem im Glauben geht. Wo man muss ehrlich sein, wie es einem im Glauben geht.
Gemeinde ist weit über den Sonntagmorgen raus. Das ist Kleingruppenzeit, das Schusstreffen von der Gemeinde. Du brauchst einen Ort, wo du darüber reden kannst, wie es deinem Glauben geht. Du brauchst einen Ort, wo du kannst deine Fragen teilen, wo du kannst deine Sorgen teilen. Du brauchst einen Ort, wo du kannst sagen, wie du mit Sachen ringst, die in deinem Leben passiert sind, die du nicht verstehst. Wo du mit dem Glauben an Gott ringst. Du brauchst so einen Ort. Weil es ist so, mit dem Ringen, mit den, fällt mir das Wort gerade, mit diesen Zweifeln, mit dem Unglauben, ist es wie mit einer Wunde. Ich nenne es destruktive Zweifel hier mal. Destruktive Zweifel oder Unglauben sind wie eine Wunde. Es gibt auch den konstruktiven Zweifel, der ist zum Beispiel beim Thomas, beim Zweifler, der Thomas der Zweifler, der hat Leute zu Jesus hergebracht. Der destruktive Zweifel trennt dich von Gott und nimmt dich von Gott weg. Der destruktive Zweifel, der Unglaube, der ist wie eine Wunde. Und wenn man eine Wunde nicht pflegt und behandelt, dann tut sie sich entzünden. Und es wird schlimmer und schlimmer. Und genau gleich ist es mit dem, wenn man den Unglauben, die Zweifel nicht behandelt. Sie werden schlimmer und schlimmer. Und ich muss auch sagen, ich habe schon einige Mal mit Leuten Kontakt gehabt. Und es tut mir echt weh, das zu sagen, dass sie, es sollten noch viel mehr Leute sein. Wo ich gemerkt habe, die Leute haben, sie am Ringen ihrem Glaubensleben. Und sie haben angefangen, Frust entwickelt. Und der Frust, könnte man sagen, das ist so wie eine eiternde Wunde, wie der eiternde Wunde. Ist ein grusiges Bild, aber das müsst ihr ein bisschen aushalten. Wo ich gemerkt habe, Leute, die ringen mit dem Glauben, sie haben offene Fragen, aber sie haben keinen Ort zum Teilen. Sie getrauen sich nicht in der Gemeinde zu teilen, weil sie dort müssen ihre Fassade wahren müssen. Weil sie müssen als gute Christen weiter dastehen. Und wo gehen sie her? Sie gehen so in anderen Kollegen, die oftmals nicht Christen sind. Und die bestätigen sie ihren Zweifel. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo man ehrlich sein darf, wie es unserem Glaubensleben geht. Das ist das Wichtigste, was ihr habt. Das ist das Wichtigste, was ihr habt. Wie es euch in der Beziehung zu Jesus geht. Lasst die Wunden nicht von sich herrotten. Nicht, dass ihr geistlich verkrüppelt werdet oder geistlich tot. Das passiert, wenn man so eine Wunde nicht behandelt. Finde einen Ort, wo du, oder eine Person oder eine Kleingruppe, wo du kannst darüber reden kannst, wie es deinem Glauben geht. Wo du dich von diesen Leuten, von deinen Vertrauenspersonen kannst vor Jesus führen, damit du in seiner Gegenwart geheilt wirst. Ich möchte euch Mut machen. Ehrlich zu sein vor euch Mitmenschen. Ich bin bewusst, das braucht Mut. Es bröckelt die polierte Fassade ab, die polierte Glaubensfassade. Aber das ist nicht so wichtig. Weil es geht um die Beziehung zu Jesus. Das ist viel wichtiger. Alles andere ist so zweitrangig. Ich möchte euch Mut machen, startet mit dem. Seid mutig da drinnen. Und ihr werdet merken, es wird euch persönlich zum Sagen und es wird den Leuten rundherum zum Sagen, wenn sie merken, dass ihr ehrlich seid. Und es wird euren Glauben so etwas von neu beflügeln. So, das war ein kurzer Einblick gewesen, oder ein Teil von meinen Herzensanliegen. Schauen wir nochmal auf den Mann. Der Mann, der hier vor Jesus kommt, hat vielleicht nicht den grössten Glauben gehabt. Aber das ist nicht so wichtig, weil Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Jesus sieht aber ins Herz von dem Mann. Und er sieht, dass der Mann ehrlich zu sich selber ist. Er sieht, dass der Mann merkt, dass er nicht wirklich glauben kann. Er sieht, dass ihm nicht gleich ist, dass Jesus nur vor ihm steht, sondern dass er sich wünscht, dass Jesus in seinem Leben drin ist. Er sieht, dass der Mann ehrlich zu ihm ist, dass er ehrlich vor Jesus kommt. Dass er sich vor ihm demütigt und sagt, Jesus, ich bin von dir abhängig. Ich brauche dich. Und er sieht, dass der Mann den richtigen Fokus setzt, die richtige Priorität. Dass er sagt, Jesus, die Beziehung zu dir ist mir so wichtig, das Ansehen von mir, von den anderen Leuten, das ist nicht so wichtig hier.
Er sieht, dass der Mann den richtigen Fokus setzt. Und das segnet Jesus. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du dich für unser Herz interessierst. Dass es dir nicht so wichtig ist, was wir nach außen darstellen, wie gut wir als Christen sind, sondern dass wir dürfen wissen, was uns als Christen auszeichnet, sind nicht mehr und unsere Leistung, sondern es ist deine Gnade, die uns widerfahren ist. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du uns so sehr liebst, dass du über uns erbarmt hast und immer wieder neu erbarmst. Merci vielmals für die Möglichkeit, dass wir an dich glauben, für das Riesengeschenk, das uns da widerfahren ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, oder im Livestream, aber auch mehr Mut gibst, zum ehrlich sein, ehrlich zu uns, zu mir selber, zu uns selber, ehrlich zu dir und ehrlich vor den Mitmenschen. Dass wir uns helfen lassen von unseren Mitmenschen, von unserer Gemeinde, von deiner Gemeinde. Dass wir von dir kommen dürfen und dass wir neu gestärkt werden im Glauben. Merci vielmals, begleitest du uns. Du siehst weiter als wir, deine Wege sind gut und dafür danke ich dir. Amen. Und jetzt kommt das zweite Lied, das ich mir noch wünschen durfte. Wie viel du deine Wege begleitet von Esther. Merci vielmals.